Tarek is on board to know. I am going to search for another object now. Alemaniacs hat Startprobleme und entscheidet sich für einen Restart. Das ist einmal pro Test möglich. Die Zeit läuft aber weiter. ETRM hat noch nicht das Szenario betreten. Hello audience, I'm Caesar from the Alemaniacs and I'm your search robot for today. I am going to search for another object now. I am on my way to an object. I am going to search for another object now. I will have a look around here. There was no object over here, so I am going to seek somewhere else. Der Roboter von Alemaniacs sagt uns auch, was er gerade tut. Und es ist auch deutlich sichtbar. Also er fährt an unterschiedliche Stellen, die gut einsehbar sind im Szenario, dreht sich und scannt mit seiner Kamera, sucht mit seiner Kamera nach Objekten, hat leider jetzt den Hasen nicht gefunden. Und der Roboter vom ETRM ist mittlerweile there was no object over here, so I am going to see somewhere else. Der Roboter von ETRM ist mittlerweile etwas langsam. Aber er hat eben auch die Schwierigkeit, sich ständig zu stabilisieren durch dieses invertierte Pendel, nachdem er aufgebaut, nachdem der Antrieb aufgebaut ist. There was no object over here, so I am going to see. Obwohl die Alemaniacs sehr gut durch das Szenario navigieren, ist bisher noch kein Objekt gefunden worden. There was no object over here, so I am going to see somewhere else. I will have a look around here. Die Navigation bei den Alemaniacs geschieht jetzt schwerpunktmäßig mit den Laserscannern. Vorteil von den Laserscannern ist, dass diese unabhängig sind, größtenteils unabhängig sind von den äußeren Lichtverhältnissen. Die Objektsuche und die Objekterkennung wird aber mit der Kamera gemacht. Und obwohl für uns ein großer Unterschied zum Beispiel zwischen der Bodenfarbe und der Farbe von dem Objekt besteht, ist es für einen Roboter gar nicht so einfach. There was no object over here, so I am going to see somewhere else. Also dennoch, was beachtlich ist, während den letzten 4 Minuten gab es keine einzige Berührung des Roboters mit der Umgebung. Also es ist eine sehr, sehr sichere, robuste Navigation, die hier vorgeführt wird. Und der Roboter von ETRM lässt sich einfach noch ein bisschen Zeit. Noch 1 Minute. Noch kein Objekt gefunden. Jetzt wird es interessant, wenn sich die beiden Roboter nahe kommen. There was no object over here, so I am going to see somewhere else. Der Roboter der Alemaniacs entscheidet sich innerhalb der letzten 30 Sekunden doch noch fürs Hinausfahren aus dem Szenario. Was den Alemaniacs immerhin 100 Punkte zusätzlich bringt von 1000. I am leaving.
I am leaving. I am leaving. Okay, vielen Dank, das war's. Danke an die Teams und herzlichen Dank für das Interesse hier.